Ohne Beweis gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. So darf es nicht enden. Ich bin Phil Sheldon, live vor Ort hier in Manhattan. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce' Verhör mit Monica? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. Nichts für ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monica, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Beta, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Beta. Und ich dich noch mehr. Die Adeptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird. Und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust.
Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut. Ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann... wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis. Ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann.